Ja, die scheint zumindest davon nicht begeistert zu sein, oder? Wie ist es hier nochmal in der Übersicht? Zeig mal kurz. Ich möchte ja auch ein bisschen mitdenken. Was sieht ja so schon relativ selten genug. Okay, wenn die zum Volk gehören, das heißt dann, das Volk verachtet ihn. Na, würde Sinn machen. Habe ich hier alles. Nein, hier ist noch ein Bürger zum Befreien. Hier auch. Hier kommen wir gehen erstmal wieder Richtung Stadtmitte. Hier haben wir einen Bazar oder sowas ähnliches. Zumindest nicht in Schutt und Asche gelegt wie ein Akkon. Das ist schon mal schön. Er hat alles, was wir brauchen. Das ist doch schön. Ja, dann geh doch mir nicht auf die Nerven, sondern such irgendwo irgendwas zu essen. Upsi. Oh, ich sollte vielleicht da weggehen. Aua. Wieso kann ich denn? Ach, kann ich schwere Angriffe nicht auskontern oder was? Aua. Unverschämtheit. Das war's mit dem. Autsch. Da war ich kurz mal in der Wand drin gesteckt, das hat aber niemand gesehen. Ich danke euch. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Ist doch kein Problem. Wir helfen doch gern. Also glaube ich. Wir sind zwar, ich weiß jetzt, sind wir jetzt immer noch hochnäsig, selbstsicher, also selbstsicher im Sinne von selbstüberschätzt und arrogant, oder sind wir jetzt eigentlich so langsam auf dem, ja, Trip ist vielleicht zu viel gesagt, aber sind wir jetzt quasi der nette Assassine von nebenan, so im Robin Hood-Verschnitt, der sich für andere einsetzt. Also im Rahmen von Bonuszielen bin ich natürlich gerne Zweiteres. Oh, außer bei den Leuten, die nerven mich, weil selbst wenn ich denen irgendwas geben könnte... Andersrum, ich würde dir was geben, wenn ich könnte, aber nach wie vor ist das leider im Spiel nicht vorgesehen. Wollt ihr mich jetzt, also ich muss doch hier, vor allem genau hinter euch ist eine Leiter, wo ich hin will. Jungs? Da ist mir wohl aus Versehen die Klinge ausgerutscht. Gut, zensiert euch das Gebüsch. Mal weg hier mit dir. Ich will auch nicht entkommen. Ich wollte da bloß durchgehen, aber ihr müsst mich ja hier wieder aufhalten, ihr Lümmel. Oh, noch eine ganze... Oh, das wird lustig. Na, also, wolltest du gerade noch mit greifen? So ja noch nicht. Na, was ist los? Schade, ich dachte, das wäre ein Gerüst, wo man Leute reinschubsen kann, aber das da ist doch eins, oder? Wolltest du gerade nach mir greifen? Der da. Nein, nicht der, der. Ja genau, der, der gerade umgefallen ist. Au. Ich kann ja auch blöd mit meiner Klinge rumfuchteln, siehst du? Oh, schön. Schön, schön. Also ein paar Treffer haben wir kassiert, aber so langsam würde ich sagen. Oh, die zittern sogar noch teilweise. Muss jetzt leider sein. Ne, wenn ihr mich nicht durchlassen wollt. Selber schuld. Oder so ähnlich. Da hoch, muss ich, ne? Wo... Ja, ach so, mein Freund, ich habe ja ganz übersehen. Aber auch hier wieder, eigentlich müsste... Oh, da fällt er nach unten auf das Gerüst. Doch, das hätte er umfallen müssen. Wo hat mich jetzt wieder einer gesehen? Hä? Hier ist gerade ein Pfeil gelandet oder ein Stein. Egal, klettern wir mal weiter. Normalerweise hätte ja der Bogenschütze das da sehen oder hören müssen. Hoppala. Wenn es da unten übelst die Schlägerei und den übelsten Kampf gibt. Er? Nee, er lässt mich in Ruhe. Ich muss da hochknettern, mal hier wieder an diesen Symbolen vorbei. Wahrscheinlich an der Schießschar oder was es sein soll, hoch. Ja, ja, ich hab's verstanden. Ach, der da oder was? Boah, nein! Nein, 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 nein! Nein, nein, geht da runter, schnell! Boah, ich dachte schon, das wär's jetzt gewesen. Dann nehme ich auch gerne den einen Hieb mit. Boah, ich dachte echt gerade, das wäre es jetzt, dass er uns da den Turm runterkickt und dann sage ich Dankeschön, tschüss und fangen wir mal von vorne an. Ja, los, knallt da entlang. Wir blinken ja jetzt gelb, hier oben sieht uns keiner. Das heißt, wenn wir jetzt Vollgas geben und da runterhüpfen, ins Stroh hinein, müssten wir da eigentlich nur warten, bis der Alarm wieder nachgelassen hat. 4 von 10 Aufsichtspunkten, ich sage auf Wiedersehen. Perfekte Zeit für eine Kaffeepause. Okay, dass es so schnell ging, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber ja, da bin ich wieder. Oh, da.
Da ist ja noch ein schönes Schmuckstück. Wenn sie schon so auf dem Weg liegen, weiß, was wir machen, dann muss man sie natürlich mitnehmen. So, haben wir alles. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier wieder nach dort unten. Das gibt's doch nicht. Kann ich hier irgendwie... Ach, weißt du was, komm. Tschüss. Moment, wenn die irgendwie... Wenn die irgendeine Sprache sprechen, die ich nicht verstehe, dann ist dann die Templer in die Stadt. Das schaut nicht nach Templer aus. Was ich aber auch nicht so ganz verstehe, weil eigentlich müsste doch... Eigentlich müssten doch hier jetzt Saladins Truppen sein. Also hier dürften doch eigentlich gar keine Templer sein. Ach, da ist es doch schon. Eigentlich dürften hier doch gar keine Templer sein. Oh, na toll, das wird nochmal resettet wahrscheinlich, weil ich jetzt mit einem Alarm hier die Leute angegriffen habe. Aber egal. Der eine Templer, der uns auch vorhin jetzt hier gesehen hat, eigentlich mit Saladin hier drin, dürften doch eigentlich gar keine Templer da sein. Oder ist es so eine Art Diplomat gewesen? Also zumindest so storymäßig, dass er selber in dem Moment kein Diplomat war, sondern ein Gegner. Das habe ich natürlich ausnahmsweise schon verstanden. Aber... Los, schlag zu! Schlag zu! Schade. Au! Da ins Gemüse rein. Zwei losgewonnen, kommen vier neue. Wunderbar. Oh, da kommt tatsächlich ziemlich viel. Ist mir egal. Das machen wir jetzt noch. Weg mit euch. Ja, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Den können wir nochmal so abstechen. Die fallen aber gerade wirklich wie die Fliegen. Sag mal, kannst du mal aufhören, nach mir greifen zu wollen hier? Ja, Tod ist immer schwierig, wenn er das so sagt, aber da ist ja schon wieder der Nächste. Manchmal kann man es irgendwie auch schaffen, glaube ich, die aufeinander drauf zu werfen, dass da mal ein bisschen Schluss ist, aber irgendwie... Das nächste Massaker. Sag mal... Tschüss. Als ob dem... Oh, Junge. Dafür, dass du hier gerade alleine bist, bist du ganz schön vorlaut, ne? Jetzt muss ich leider hier erstmal wieder zurück. Weil sonst unser Dings nicht resettet. Vor allem, die resetten jetzt gleich. Und genau, und stehen jetzt zwischen den ganzen Leichtbergen. Du interessierst gar nicht. Nehmen wir gleich mal so den Stärksten mit raus. Also ich gehe mal davon aus, dass der mit Helm der Stärkste ist. So, haben wir es doch. Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ich schulde euch meine Frage. Ob das die ganzen Leute sind, die ansonsten über den Sklavenhändler in Akkon gelandet werden und deren, die dann quasi hier dieser Gehirnwäsche untergezogen sammeln die deswegen hier vielleicht die ganze Zeit die Leute ein, die Bürger, die sie dann einfach entführen wollen? Ich meine, aus dem Nobelviertel, ne gut, im Nobelviertel gibt es auch Leute, die betteln und Süchtige und alles, weil er gesagt, Süchtige, Prostituierte und Bettler. Gut, da werden wahrscheinlich alle drei Gruppen, sage ich mal, natürlich auch in jedem Viertel vertreten sein, logischerweise. Gerade Sucht bei denen, die mehr Geld haben, höchstwahrscheinlich. Kann ich hier irgendwie so hochklettern? Nein, ich kann mich ja bloß ranhängen, schade. Aber auch interessant, ne? Nicht so wie jetzt in neueren Teilen, das meine ich jetzt... Also, ausnahmsweise mal nicht so negativ, wie sich's vielleicht anhört. Ja, toll, wunderbar. Lasst mich hier mal durch. Ich wollte doch bloß ein bisschen klettern. Lasst mich hier mal in Ruhe. Kann ich da... Bis da hoch? Natürlich nicht, aber gleich werde ich wahrscheinlich mit Stein beworfen, dann falle ich eh wieder runter, siehste. Oh, hier vielleicht. Wunderbar. Nein, gerade sowas wie das Thema Sucht und Co. sind natürlich dann eher in Vierteln mit mehr Geld wahrscheinlich, wie heißt's? Vertreten? Schlicht und einfach, weil man sich da leisten kann, würde ich jetzt mal behaupten. 60 Fuß bin ich dann... Ja, genau, komm mal zu mir. Wobei, vielleicht gehe ich auch einfach. Tschüss. Ich sag auf Wiedersehen. Schön war's. Nein, das war zu weit. Oh, das ging sogar. Hm.
Gut, hat gereicht. Wunderbar, so kämpfe ich immer noch am liebsten. Da müssen wir hoch, denn da habe ich einen Schützen, glaube ich, gesehen. Okay, dann gehen wir gleich hoch. Was soll's? Also dafür, dass ich am Anfang quasi nach jeder Backpfeife eigentlich schon im Sterben lag, muss ich sagen, bin ich ausnahmsweise mal begeistert von mir selber und natürlich auch begeistert davon, dass wir hier so gut durchkommen. Also was die Kämpfe angeht. Ein Stück höher und dann hier rüber. Und der nächste Aussichtspunkt. So langsam läuft es ja richtig. Schon die Hälfte aller Aussichtspunkte. Es geht mir fast schon gefühlt ein bisschen zu schnell. Nehmen wir hier mal den nächsten Aussichtspunkt. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, bisher ist hier ziemlich wenig zu finden. Vielleicht gibt es hier und hier da nochmal ewig viel, aber bis jetzt ist so maximal ein Ding pro Aussichtsturm, was ich aufgetan hatte. Das war hier unten doch, glaube ich, wesentlich mehr. Also im Armenviertel. 12 von 15. Ich muss mal drauf gucken, ob ich in 3 oder 4 Missionen einen zusätzlichen Balken quasi da drüben dran habe. Dann würde es auch Sinn machen, was ich neulich erzählt habe oder vermutet habe. Wie komme ich denn? Komme ich da irgendwie rüber? Nee, höchstwahrscheinlich nicht. Na gut. Oh nein, wir wollen jetzt schon irgendwelche Warnungen überbringen. Lass mir mal durch. Natürlich haben sie mich deswegen direkt wieder entdeckt. Ich habe jetzt aber gar keine Lust mehr, euch zu spielen. Ciao, Jungs. War schön mit euch. Was machst du denn? Einmal hier in diese Richtung, bitte. Ja, okay. Schöne Bewegungen. Oh, warte mal. Wenn jetzt hier mal alle hinterher... Kommt ihr mal hier alle hinterher? Oh, ihr armen Irren. Die fallen jetzt so tief, ne? Es würde nicht so viel bringen, wenn ich die alle runterschlag. Oh, warte mal. Da muss ich aber vorher den da machen. Ach so, das wusste ich gar nicht, dass meine Niederlage besiedelt ist. Besiedelt, vor allem besiegelt. Oh, wo, nein, was will er denn jetzt wieder hier? Ach nö. Aua. Nein, ich wollte mich doch wehren. Ihr seid tot, natürlich nicht. Ich will hier nicht auf dem Balkon mit euch kämpfen. Aua. Sag mal, kannst du dich mal hier umdrehen vielleicht? Danke. Machen wir so. Ach, Jungs. Ich will hier auf dem Balkon. Aua. Wieso schlägt denn der mich jetzt hier? Ach so, weil die denken, die können mich hier vom Balkon runterschlagen. Ich wollte auch gar nicht hier hin. Haut ab, lasst mich in Ruhe. Oh, weißt du, was wir machen? Pass mal auf, komm mal hier runter. Gehen wir nämlich hier hoch. Das hier sollte nämlich hoch genug sein, damit sie sterben, wenn sie da runterfallen. Ah, und den nächsten Templer. Schau, so habe ich das doch gern. 25 von 60 Templern. So, darf ich jetzt bitte endlich weitergehen? Oder möchte mich jemand wieder... Uppala, jetzt hätte ich mich selber fast umgebracht. Oder möchte mich wieder jemand wegen irgendwas belästigen, ihr Unverschämten? Aber hier wäre es nicht hoch genug. Das haben sie ganz knapp überlebt, okay? Aber hier ist anscheinend noch mal ein paar Stufen tiefer. Und deswegen haut sie da richtig auf den Boden. Hier sind sie auch tot. Und es hätte hier auch funktioniert. Egal, so oder so. Der Templer ist Geschichte. Ja, wie der Meister vom Elite-Assassinen niedergemetzelt. Aber ich meine, wir nutzen natürlich auch unsere Umgebung, ne? Als richtiger Kämpfer. Ne? So macht man das natürlich, habe ich gehört oder so. Ja gut, das ist weiter im Text. Wir sind fast am nächsten Aussichtspunkt. Also das ist ja ein Gedicht. Das ist ja ein Genuss. Ich meine, die Templer kriegt man natürlich auch, wenn man sich irgendwie anschleichen kann, aber wenn die zu einem selber kommen, dann was soll ich tun? Außer zuschlagen und die runterzuschubsen. Wobei, schubsen kann ich nicht, das blocken die. Und das Blocken haben wir auch gelernt. Ich könnte höchstens warten, bis er mich packt und dann blocke ich das. Wie es beim ersten Templer heute in der Aufnahme schon so funktioniert hat. So, Befragung und Leute befreien. Pass mal auf, wir befreien erst den einen da und dann geht's in Richtung Befragung. Was ist hier geschehen? Aber anscheinend, das heißt ja auch, die Leute greifen... Natürlich, ich werde wieder unter Generalverdacht gestellt, wie unverschämt. Ich siehst doch auch irgendwie, dass die... Aua, jetzt haben sie hier den einen Typen auch noch angeschlagen. Was ist denn hier? Lass mich hier mal...
Was ist denn jetzt hier mit euch? Ich wollte doch bloß... Jetzt muss ich hier mal in der Nähe erst kämpfen. Ab da rein mit dir. Lass das hier mal sein. Muss ich denn für Befragungen und Code vielleicht gar nicht erst in irgendein so ein Eck ziehen, so wie es im Tutorial gestanden war? Weil wenn es heißt, die Leute mischen sich in Schlägereien nicht ein, dass ich die halt einfach niederprügeln könnte, die Leute mit Informationen. Ich meine, das Ganze macht schon Sinn. Achso, vielleicht würden sie dann angreifen bei der Befragung oder so. Oder wenn wir einfach zuhauen, auf offener Straße er dann die Wachen ruft, weil er wichtige Informationen hat. Irgendwie so. Naja. Gucken wir mal. Hier sind wir falsch. Ach, die sind noch nicht wieder da. Na gut. Schauen, das sind sie auch schon wieder. Ich bereue meine Sünden. Was kann ich bloß so zurückgeben? Das wird nicht reichen. Los, mit Gewalt. Ah, schade. Unsere Niederlage ist übrigens besiegelt, sagt der Kollege da. Würde ich jetzt aber nicht so sehen. War das der letzte? Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts. Und eile heim. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert, das vergesse ich nicht. Das sind wahrlich dunkle Tage. Dunkle Tage, dunkle Zeiten, alles ganz schlimm, alles ganz schrecklich, sehe ich auch so, aber wir konnten sie irgendwie da raus, wir konnten ihn irgendwie da rausboxen, wortwörtlich. Box ist ein gutes Stichwort. Jede Wache öffnet erst die Tore für das Volk von Damaskus, auf dass es seine Bürden ablege und sich dem Frohsinn hingebe. Unsere Tage mögen düster sein, aber dank ihm sind unsere Nächte von Licht erfüllt. Der Händlerkönig sorgt für alle und jeden. Er erwartet keinerlei Gegenleistung. Lasset seine Großzügigkeit als Beispiel für uns alle dienen. Wir alle sollten danach streben, so zu sein wie er. So, so. Wie lange muss ich das noch ertragen? Willst du mir jetzt erzählen, dass ich hier nicht durch darf, oder was? Ist jetzt ein Witz, oder? Kann ich den loslassen und hier mit den Händlern da schnell durch? Zum Glück haben wir die Händler gerade freigeschaltet, dadurch, dass wir den Kerl da gerettet haben. Sie erstmal, dass ich die Händler wirklich einsetzen kann. Ich muss mal gucken, dass der mir nicht entkommt. Wo ist er langgelaufen? Das sind auch wieder Soldaten, oder? Dann muss ich jetzt hier... Oh. Mein Ziel läuft mir davon. Könnten wir vielleicht etwas schneller... Boah, hier sind ja nur Soldaten. Aber ich kann hier abkürzen, oder? Entschuldigung. Ach, der wartet hier oder was? Na, umso besser. Ich sollte hier mal lieber rauskommen, sonst nicht, dass ich hier irgendwas wieder verpack. Ich rede. Ich habe keine Lust für ihn zu sterben. Sein Gold ist mein Leben nicht wert. Eine weise Entscheidung. Also, was wollt ihr? Ich muss mit dem Händlerkönig sprechen. Ha! Viel Glück! Er verlässt seine Gemächer so gut wie nie. Warum? Hat er Angst? Keine Angst. Hass. Er hasst sich selbst, ebenso wie das Volk, dem er vorgibt zu dienen. Sperrt sich in seinem Quartier ein, vor lauter Scham. Er kann sich nicht ewig verstecken. Nein. Diese Feierlichkeiten. Er kommt heraus, um zu sprechen, um auf das Volk herabzusehen. Für das Gemeinschaftsgefühl, denke ich. Aber nur kurz. Was ist mit ihm, dass er sich derart zurückzieht? Seht selbst. Und nun lasst mich gehen. Euch gehen lassen, damit ihr ihm sagt, wie mein Plan lautet? Ich sage kein Wort. Nein, ihr werdet schweigen. Ja, das Geld ist sein Leben nicht wert oder so ähnlich. Was ist das hier eigentlich? Ein Gebetsschrein oder was soll... Ach, bin ich doof, das ist aus den Wasserstationen. Ich nehme alles zurück. So, der Händlerkönig wird nach draußen treten und während des Fests seine Rede vor den Gästen halten. Interessant. So einer ist das also.